Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Ja, und heute geht es gar nicht um einen Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung, beziehungsweise, naja, so teils, denn es geht um die Qualitätssicherung, das sogenannte QA-Team. Und diesbezüglich kriegt ihr ein Vorwort von mir anstatt eines Nachworts. Und zwar hat Jared Huckabee schon einige Male angedeutet, dass er einige Abteilungen und einige Bereiche der Spielentwicklung gerne näher vorstellen wollen würde. Und unter anderem ist dies die Qualitätssicherung. Das hat er mit diesem Inside Star Citizen getan. Das heißt, es gibt diese Woche nur einen Blick auf die Arbeit des Teams der Qualitätssicherung und keinen Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung, wie ich das ja ankündige. Wobei die Qualitätssicherung natürlich, wie er das auch ankündigt, ein ganz essentieller und ein integraler, ganz wichtiger Bestandteil der Spielentwicklung ist, weil ohne diese Jungs und Mädels hätten wir gar kein Spiel, denn die müssen ja all die Fehler finden und ausmerzen, die die Entwickler dort eingebaut haben. Unwissentlich natürlich. Ja, aber das Ding ist so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite verstehe ich die Intention von Jared, das machen zu wollen, und er hat das sicherlich auch im besten Wissen und Gewissen getan, aber das Feedback der Community ist vernichtend. Um es so wirklich auch deutlich zu formulieren, die Dislikes für dieses Video übertreffen bei weitem die Likes, und das Feedback ist auch nicht von der Hand zu weisen, beziehungsweise ich gehe mit der Kritik da teilweise konform. Einige schlagen da sicherlich über die Stränge, aber ja, das Inside Star Citizen oder früher ATV soll ja nun eigentlich und ist auch dafür ins Leben gerufen worden, uns den Stand der Entwicklung des Spiels zeigen und nicht die Arbeit einzelner Abteilungen vorstellen. Und hier führt CIG die ursprüngliche Intention des Around the Verse oder eben des Inside Star Citizen ja völlig ad absurdum. Das heißt also, sie zeigen uns zwar einen Blick der Spielentwicklung, aber es ist eben ein allgemeiner Teil einer Arbeit. Also genauso gut hätten wir die Qualitätssicherung von EA kennenlernen können, weil die machen sicherlich, ich will nicht sagen das Gleiche, aber das Ähnliche. Also es ist einfach, was machen wir als nächstes? Ja, gehen wir in die Personalabteilung und gucken, wie die arbeiten, weil ohne die gäbe es ja die Spielentwicklung auch nicht. So könnte man das augenzwinkernd durchaus sehen. Und insofern, wie gesagt, verstehe ich die Kritik und gehe damit auch konform, dass ich sage, ja, es ist ein interessanter Beitrag, aber es hätte eigentlich nur ein Segment eines Inside Star Citizen sein dürfen, eingebettet in den Stand der aktuellen Entwicklung, uns zu zeigen, wo steht man eigentlich bei der Entwicklung des Patches 3.7, denn die Roadmap, die sieht ziemlich düster aus aktuell. Die Frage, die berechtigte Frage steht im Raum, wie viel dieser geplanten Features wird überhaupt fertig werden bis Oktober, wie viel wird verschoben werden, oder eben auch ein Blick auf die 890 Jump, da denke ich auch, dass wir natürlich uns in einem NDA-Bereich befinden, aber man kann doch, wie die letzten Male auch, hier zeigen, wo stehen wir aktuell und wo gibt es vielleicht noch Probleme. Und all diese Themen, die wir sonst auch haben, Ausblicke auf kommende Features, wie weit ist man zum Beispiel mit dem Höhlensystem, wie weit ist man mit den Raumstationen etc. Oder natürlich könnte man auch mal sowas wieder in Richtung eines Bugsmashers jetzt nicht in dieser intensiven Tiefe bringen, aber auch ja einfach wirklich mehr Futter, mehr Hintergrundinfos, wie wir das früher hatten. Vielleicht nicht in einem 45-minütigen Inside Star Citizen, aber eben ja wesentlich mehr als das, was wir in den letzten Wochen bekommen haben, und absolut mehr als das, was wir diese Woche bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz, soweit ja, bin ich jetzt mit meiner Kritik, und ich hoffe, wünsche mir, dass CIG und insbesondere Jared sich die Kritik der Community zu Herzen nimmt und hier vielleicht auch darüber nachdenkt, das Format des Inside Star Citizen X Around the Verse überdenkt und wieder mit mehr Futter befüllt. Denn unter dem Strich wird ihnen das auch finanziell wehtun, denn wenn ich die
Anzahl der Kommentare lese, die ihre Subscription, also ihre 10 oder 20 Dollar pro Monat beendet haben, dann wird auch das ein nicht unwesentlicher finanzieller Teil sein, der ihnen da verloren geht. Abgesehen natürlich von den Spielern, die jetzt sagen, oh ne, wenn die jetzt schon so anfangen, dann kaufe ich auch kein Schiff mehr. Auch solche Leute wird es geben. Und ja, das ist einfach ein finanzieller Aspekt, der damit auch einhergeht. Nichtsdestotrotz, natürlich habe ich die Inhalte für euch übersetzt und werde euch die jetzt im Rahmen eines Voice-Overs wiedergeben. Die Entwicklung von Star Citizen ist ein kontinuierlich sich fortentwickelndes Bestreben, immer auf der Suche nach neuen Ansätzen, um das First-Person-Universum zum Leben zu erwecken. Einer der Wege, um das Gameplay jeden Tag zu verbessern, sind die Anstrengungen des Qualitätssicherungsteams aller Studios von CRG. Diese Frontkämpfer und Kämpferinnen sind ein absolut essentieller Teil des Entwicklungsprozesses und deren Rolle im Allgemeinen sehr missverstanden wird, und zwar nicht nur hier, sondern in der gesamten Spielindustrie. Deshalb wird dieses Inside Star Citizen keine der üblichen Sendungen, sondern eines, das sich mit dem täglichen Arbeitsleben dieser Kolleginnen und Kollegen im Winslow-Studio beschäftigt und damit, dass sie mehr sind als nur Tester. Sie sind ein integraler Bestandteil der fortlaufenden Entwicklung von Star Citizen. Qualitätssicherung ist ein schwieriger Job. Die Qualität eines gesamten Spieluniversums sicherzustellen, selbst wenn es nur ein Sonnensystem ist, das ist eine unüberwindbare Hürde. Es ist komplex, sehr komplex. Wir fassen so viele unterschiedliche Elemente des Spiels an. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alles digital und funktional zugänglich für die Spieler ist. Der überwiegende Teil der Menschen denkt, Qualitätssicherung bedeutet, sich hinzusetzen, das Spiel zu spielen und sich zu freuen wie, yay, das ist super, wow. Aber da ist ein viel größeres, mysteriöses Element dabei. Wir müssen uns mit allen schwierigen Problemen beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Während wir schon so etwas wie die Fehlerpolizei sind, stehen wir aber nicht in der Entwicklerverantwortung. Wir werden aufgefordert, uns direkt mit den Entwicklern auszutauschen. Wo wir nicht sicher sind, womit wir es zu tun haben, gehen wir los und teilen unsere Fragen und unser Wissen, beziehungsweise auch andersherum, dass man auf uns zukommt, weil wir so viele unterschiedliche Themen abdecken, sodass es extrem wichtig ist, dass wir alle gegenseitig unser Wissen und unsere Erfahrungen miteinander austauschen. Die offene Kommunikation, die Tatsache, dass wir direkt zu den Entwicklern und direkt zur Produktion gehen können, ist sehr lohnend. Wir fassen all die verschiedenen Mechaniken, Systeme und Werkzeuge an. Im Regelfall spezialisieren sich Menschen im Laufe der Zeit dann auf gewisse Mechaniken oder Systeme. Die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, sind die, mit denen das Spiel letzten Endes erstellt wird. Eines davon ist TrackView, mit denen die Zwischensequenzen erstellt werden. Dann gibt es SolEd, Abkürzung für Solar Editor, mit dem die Sonnensysteme erstellt werden. Planet ist dementsprechend unser Planet Editor, mit dem die Planeten kreiert werden. Wenn zu diesen Werkzeugen neue Features hinzugefügt werden, müssen wir natürlich auch die testen und sicherstellen, dass sie einwandfrei funktionieren, bevor sie von den Designern zur Spielentwicklung genutzt werden können. Eine Menge von dem, was wir tun, ist die Vermeidung von Überraschungen der Produktion, zum Beispiel durch eklatante Funktionsfehler, Fehler im Bild oder noch wichtiger natürlich Fehler im Spiel. In den Perioden einer Veröffentlichung werten wir fast durchgehend Absturzberichte aus, die sogenannten Crash Reports. Das sieht meistens so aus, dass jemand aus der Produktion Fehlerausschnitte in unseren Team-Chat legt.
Einer der Teamleiter nimmt das auf und verteilt es zur Bearbeitung. Die Bandbreite reicht dabei von Problemuntersuchungen über Spieltests für neue Funktionen bis hin zu Problemen mit den Spieler-Accounts. Playtesting, Spieltests werden im Falle neuer Spielfunktionen durchgeführt oder generell, wenn umfangreiche Neuerungen anstehen. Dann arbeiten so viele Tester wie möglich an einem Thema, im Regelfall die gesamte Abteilung. Wir spielen dann Star Marine, Arena Commander oder Squadron und wir tun alles, um sicherzustellen, dass alles funktioniert wie vorgesehen. Live bedeutet dann, dass wir weitestgehend fertig mit den Arbeiten an einem Patch sind. Das bedeutet nicht zwingend, dass er fehlerfrei ist. Es ist immer noch im weitesten Sinne eine Alpha. Das muss man im Hinterkopf behalten, weil es bedeutet, dass immer Fehler auftauchen können. Allerdings wird es in den Alpha-Live-Builds im Regelfall keine heftigen Server-Crashes geben oder sonstige gravierenden Fehler, die den Build unspielbar machen. Es wird also immer ein Status gehalten, dass ein durchgängiges Spiel für mehrere Stunden möglich sein sollte. Einer der größten Unterschiede zur Live-Spielumgebung ist die Anzahl der Spieler. Sobald man von einem PTU, von sagen wir 500 Spielern, ins PU wechselt, bricht meistens zuerst dem Backend das Rückgrat, zum Beispiel bedingt durch seltsame Bandbreitenprobleme. Die Unterstützer, die sogenannten Backer des Spiels, unterstützen die Entwicklung dadurch, dass sie Fehler im Issue Council melden. Sie chatten über Probleme im Spiel oder wenn sie streamen, dann schauen wir uns das auch bei Gelegenheit an und notieren die Fehler, sodass wir uns die betreffenden Probleme näher anschauen können. Wir sind in der Lage, Funktionen zu testen und alle Inhalte, die für eine Veröffentlichung geplant sind. Allerdings sind wir nicht in der Lage, vollumfassend alle Zusammenhänge und Systeme zu testen. Es ist auch so, dass Inhalte, die im Spiel sind, nicht immer voll im Fokus stehen. Das sind dann die Themen, wo die Backer es toll finden, Fehler zu suchen und uns zu melden, während wir damit beschäftigt sind, einen Build zumindest stabil zu halten. Wir kümmern uns viel eher um die neuen Dinge, aber nicht um die alten. Sprich, wenn es die Backer und ihre Fehlerberichte nicht gäbe, hätten wir heute noch kein Spiel. Wofür ich die Backer absolut lieben würde, ist, wenn sie Fehlerberichte im Issue Council schreiben würden, die so voll sind mit Informationen wie nur irgend möglich. Einfach alles, auch wenn sie selbst der Meinung sind, dass es irrelevant ist. Es könnte doch für eine Fehlerbehebung dann relevant sein. Dinge wie Filme über das Problem, Bilder, Informationen über das Schiff, wie lange die Spielsession gedauert hat, die Bildwiederholrate, die Dauer, wie lange man auf einem Server verbracht hat. All das kann sehr wichtig sein beim Finden und Beheben eines Fehlers. Und auch wenn das die Backer etwas mehr Zeit kostet, spart es auf der Seite von uns, von CRG, Zeit bei der Fehlerbereinigung, was am Ende uns allen zugutekommt. Unter dem Strich, ja, wir stellen die Qualität sicher und ich weiß, dass das ein wenig kitschig klingt. Aber es ist unser Ziel, die bestmögliche Spielerfahrung zu realisieren. Im Hinblick auf die immer weiter wachsende Größe dieses Spiels denke ich nicht, dass irgendein anderes Spielprojekt ansatzweise an Star Citizen herankommt. Wenn wir jetzt auf die Fertigstellung unseres ersten Sonnensystems hinarbeiten, dann bekommen wir ein riesiges Gefühl dafür, was für eine Leistung wir hier erbracht haben. Es ist das erste Mal, dass wir das Gefühl haben, etwas fertiggestellt zu haben. Dass wir uns sagen können, das haben wir geschafft. Und jetzt lasst uns das nochmal machen. Was bedeutet, dass es größer und größer und größer werden wird, solange wir Star Citizen weiterentwickeln. Es ist einfach sehr lohnend. Dies ist die Geschichte von nur einem Team in einem Studio, aber es spiegelt die unermüdlichen Bemühungen aller Mitarbeiter von CIG in den Studios von Frankfurt, Austin und Los Angeles wider. Ihren Kampf dafür, uns eine verbesserte Spielerfahrung für ein Projekt zu ermöglichen, das sich immer noch in Entwicklung befindet. Und wenn wir heute eines gelernt haben, dann, dass das Qualitätssicherungsteam mit ihrer engen Zusammenarbeit mit den Entwicklerteams, ihrer Verbindung zu den Testern der Community, durch Dinge wie den Issue Council,
dass sie ein Team bilden, das ständig bemüht ist, das Unmögliche möglich zu machen. Mit jedem einzelnen Patch.